Ihr seht, ich bin schon bereit mit meinem neuen Fallout-Skin im Hintergrund. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es um die Top 5 Meta-Loadouts für Rebirth Island gehen. Ja, falls ihr ein bisschen unsicher seid, ey, was kann man aktuell auf Rebirth Island spielen? Das Video ist genau für euch. Ich zeige euch heute 5 verschiedene Klassen. Für jeden Spielertyp was dabei, denke ich. Ich werde zu den einzelnen Klassen immer noch ein paar Worte verlieren, damit ihr da auch wisst, auf was ihr euch da einlassen solltet. Und ich würde sagen, wir verschwenden nicht viel Zeit. Danach gibt's Gameplay, ihr kennt das. Lasst ihr gerne jetzt schon mal ein Like auf dem Video da, dass es durch den Algorithmus möglichst vielen Leuten vorgeschlagen wird. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit der ersten Klasse. Wer hätte es gedacht? Holger und Sopiri. Im Holger spielen wir mit folgenden Aufsätzen. Dem Ascent Lordschaft. Was Name für ein Schaft? Okay. Holger Fabriklauf. Ich würde hier, by the way, würde ich euch immer empfehlen, die Klassen, wenn möglich, hier im Hauptmenü zu machen, nicht quasi in der Pregame-Lobby, weil bei der Holger ist es irgendwie oft so, dass es dann irgendwie nur 4 Aufsätze sind. Das ist irgendwie ein Bug, keine Ahnung. Also, dem her versucht die Klasse immer hier im Menü zu machen. Dazu haben wir die Kasus Mündungsbremse, schwerer Brot, Unterstützungsgriff und hohe Körnung, Munition. Sieht dann so im Schießstand aus. Time to kill, sehr, sehr stark. Und ich würde auch sagen, der Recoil, beziehungsweise, ja, generell so das Feeling von der Waffe kann sich sehen lassen. Ja, also wie gesagt, ist eigentlich mit die stärkste Waffe, die es aktuell gibt, neben der K natürlich, Stand jetzt. Ganz wichtig, dass ihr hier die Holger 26 nehmt, ne? Das leichte LMG, nicht die Holger 556, ne? Also nicht diese Holger hier, sondern bei den LMGs die Holger 26, ja? Dazu die aktuell mit Abstand stärkste und spaßigste Waffe, die es gibt, und zwar die MP Superi. Neue MP aus dem Metal Pass, könnt ihr euch entweder aus dem Metal Pass freischalten oder ihr kauft euch einen Bauplan. Spiel ich mit folgenden Aufsätzen, Rescue 9 Schaft, weil ihr einfach unfassbar schnell damit seid, also wirklich gottlos. Kurzer 99 Bohrungslauf spiele ich zeige euch gleich noch eine andere Variante. Das hier ist ein absolutes Movement Monster, aber ihr habt trotzdem, würde ich sagen, könnt ihr auf Range immer noch sehr, sehr gut was treffen. Braucht natürlich mehr Kugeln. Zen Mündung, XRK Edge, BB4 Handstop, Unterlauf und das 40-Schuss-Magazin ist wirklich meine absolute Lieblingswaffe. Also schaut euch einfach mal an, wie schnell ich mich hier schon bewege. Ich meine, das kommt vielleicht euch jetzt nicht so rüber, aber glaubt mir, wenn ihr diese Waffe so spielt und ihr spielt danach irgendwie eine andere MP oder nimmt man eine MP vom Boden auf, dann werdet ihr merken, von was ich rede. Hier, Recoil. Ich bewege den rechten Stick gerade einfach gar nicht. Gar nicht. Ich schieße einfach nur so ein bisschen Burst, so wenn ich ihn bewege, so ein bisschen seht ihr eigentlich, der Recoil ist einfach, ja, nahezu null. Wie gesagt, ihr seid unfassbar schnell. Wahnsinn, also Wahnsinnswaffe aktuell meine Lieblingsklasse, wenn ich nicht K spiele, testet es gerne aus. Perks sind eigentlich immer gleich und die gehe ich jetzt hier nur mal einmal kurz ein. Bergsteiger, Eiltempo, gehärtet, alarmiert, meiner Meinung nach. Ich finde, auf Rebirth kann man theoretisch auch resolut oder kampfschwer oder flexibel spielen. Weil der Großhelm immer alarmiert, ansonsten geht es ja aber hier um Rebirth Island. Von dem her könnt ihr gerne alarmiert darauf Rebirth spielen, ich spiele es trotzdem. Kampfspeer, die Gegner werden immer live, das heißt, die haben immer so rote, werden rot markiert. Ist auch sehr, sehr stark, wenn ihr da nicht immer manuell das Ganze machen wollt. Resolut ist auch nicht verkehrt und flexibel natürlich, wenn in eurer Lobby alle Claymores, Esmin spielen. Sind alle 4 sehr, sehr gute, ja, Alternativen zu alarmiert oder 3 Alternativen zu alarmiert. Ansonsten die anderen Perks würde ich so beibehalten. Ihr könnt hier vielleicht noch Fingerfertigkeit reinpacken statt Bergsteiger für Rebirth Island jetzt. Zum Beispiel für Wandel würde ich immer Bergsteiger spielen. Müsst ihr so ein bisschen abwägen. Auf jeden Fall, das ist ein gutes Perk-Package to go für alle Klassen, die ich euch jetzt hier zeige. So, nächste Klasse ist meine Rebirth-Car. Und euch fällt es vielleicht auf, ist ein bisschen anders als die Car, die ich euch vor einer Woche, 2 im Video gezeigt habe. Wir gehen mal direkt rein ins Schießstand und schaut euch mal an, wie schnell dieses Ding reinämmt. Ja, perfekt. Erster Schuss nicht getroffen. So, also ich glaube, ihr seht es, ja, also das Ding ist für Rebirth gemacht. So, Aufsätze sind nämlich wie folgt, wir spielen nämlich keinen Lauf, wir spielen den DR6 Handstop. Warum spielen wir den? Ihr seht es, minus 6 Zieltempo, Zielvorrichtungstempo, also wie schnell man rein, ey. Dazu spielen wir das SL Razorhawk Licht, SPX Visier, kein Schaft auswählen und die hohe Körnungsmunition. Hier, falls ihr euch jetzt fragt, ey, wie habe ich das Visier, weil ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, das Pay-to-Win-Visier von der K, ist bei der SPX. Da müsst ihr auf Skins gehen und euch das hier ausrüsten. Das müsst ihr aber kaufen. Schaut euch dazu einfach mein K-Video an, wie ihr das Ganze da bekommen könnt. Das wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Alternativ könnt ihr natürlich auch irgendein anderes Visier spielen, zum Beispiel das hier oder das normale, ohne die Variante. Super stark, die Rebirth-Car für Wandel, Fortune Keep und Rebirth. So, jetzt habe ich hier nochmal die Superi, aber in einem Variante, ja, die perfekt zum Snipen geeignet ist, weil ihr damit im Nahkampf gut seid, auf mittlerer Range und sogar auf Long Range noch ein bisschen was treffen könnt. Wir haben wieder den Rescue 9 Schaft.
40 Schussmagazin, diesmal spielen wir aber hohe Körnungsmunition, Zen, Mündung und Nida-Modell als Go. Ihr seht, die Waffe hat natürlich einen längeren Lauf, ja. Ihr seht aber, der Recoil ist eigentlich gar nicht mehr da. Und das Ding ist absolut geisteskrank overpowered. Macht auch unfassbar Spaß. Das heißt, ihr seid da wirklich perfekt gewappnet. Wenn hier jetzt ein Gegner kommt, könnt ihr den easy killen. Wenn da hinten jemand ist, zum Beispiel, der hittet da jetzt einen mit der Sniper an. Schießt ihm jetzt da irgendwie ins Bein. Will keinen Hitmarker bekommen. Könnt ihr den easy finishen mit der Superi. Warte, wir machen sie einmal vor. Okay, man kann irgendwie keinen Hit bekommen. Naja, ihr seht auf jeden Fall, Waffe ist super stark. Ganz easy to go. Meine aktuelle Empfehlung für die anderen K-Varianten. Ich finde noch eine K sehr, sehr nice. Wenn ihr einfach mal was anderes austesten wollt, dann würde ich sie so spielen. Kein Schaft, Razorhawk Laser. Hier den langen Präzisionslauf, Handstop, hohe Körnung. Und das Ding hat nämlich kein Visier. Richtig so auf Oldschool. Wenn ihr da einfach das mal testen wollt. Ich hätte mal so eine Runde 2 gespielt. Ist ganz witzig, aber ansonsten, wie gesagt, spielt die K so, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Dann noch ein bisschen was für die Leute unter euch, die vielleicht mit der Holger nicht klarkommen, weil es ein bisschen zu viel Rückstoß ist, aber die K auch nicht euer Fall ist, weil ihr nicht gerne sniped. Ganz klassisch die SVA. Wichtig, dass ihr hier den Schalldämpfer auswählt, der euch hier plus 13 Geschossgeschwindigkeit gibt. Präzisionslauf, ganz klar, hohe Körnung, 60er Mac und Visier eurer Wahl. Könnt auch das Choreo Eagles Eye spielen oder zum Beispiel das hier. Ganz wichtig, Einzelschussstellen. Man kann auch so triggern, ne, im vollautomatischen Modus, kann man theoretisch auch machen. Wichtig ist, dass ihr einfach nur nicht hier jetzt gedrückt haltet, weil dann merkt ihr, dann ist die Waffe all over the place. Ihr könnt auch einfach so ein bisschen triggern. Im Idealfall geht ihr natürlich in den Single-Fire-Modus und triggert da. Aber wie gesagt, im Endeffekt tut sich das nicht viel zu, oder gibt sich das nicht viel. Ihr könnt auch hier im vollautomatischen Modus, wichtig ist nur, dass ihr wirklich triggert, ne? Dazu mal ein bisschen was anderes, die FJX Horus mit dem Jack Scimitar Umbaukit. Dazu hohe Körnung, XLK, Edge, BB4, Handstop, 10 Mündung und den Looper LXD Schaft. Null Rückstoß, also wirklich gar kein Rückstoß. Ich bewege gerade meinen rechten Stick. Ich werde jetzt nur die Schießtaste drücken. Schaut euch das an. Also, das ist wirklich, also da kann niemand von euch sagen, das Ding hat Recoil, weil es hat wirklich gar keinen Recoil. Ist natürlich von der Time to Kill her jetzt nicht die beste Waffe, trotzdem für den einen oder anderen von euch, wie gesagt, eine gesunde Alternative. Ich merke auch gerade, das Video sprengt hier den Rahmen, das heißt, ich glaube, es wird gar kein Gameplay mehr geben, beziehungsweise eventuell, muss ihr mal schauen, lasst euch überraschen, was Sebi zaubert. Das hier ist aktuell tatsächlich, habe ich sogar ein separates Video zu gemacht, ein eigenes, immer noch mit die stärkste Waffe von der Time to Kill her und ich finde auch vom Spielspaß her mit die geilste, die spaßigste. Und zwar die MCW Sturmgewehr hier spielt ihr mit dem Jack Rabe Kit, 40er Mac, DR6 Handstop, Kasus Mündung, schwerer Second Line Mammut Lauf und dann sieht das Ganze so aus. Ich liebe das, wenn das Visier so ein bisschen so wie so zurückbounced, ja. Also sehr, 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 sehr nice. Sehr, sehr geiles Feeling, die Waffe. Unfassbar stark. Und Recoil hält sich auch sehr in Grenzen. Das habe ich jetzt mal gepaart mit der MTZ. Die spielen wir mit dem MTZ Marauder Schaft. Ja, MTZ 556 aus der Sturmgewehrkategorie. Clinch Prolauf, Zen Mündung, schwerer Pron-Unterstützungsgriff, 50 Schuss Trommel. Auch wirklich nahezu gar kein Rückstoß. Falls ihr ein Visier spielen wollt, würde ich euch empfehlen, den Unterlauf wegzumachen. Dann habt ihr zwar ein bisschen mehr Recoil, aber ja, ihr seht, das hält sich trotzdem immer noch sehr, sehr in Grenzen. Ja, dann sind wir auch schon bei der letzten Klasse angekommen, die jetzt so ein bisschen off-Meta ist. Also jetzt nicht absolute Meta, aber kann man auch sehr, sehr gut spielen. Vor allem auch wieder sehr, sehr spaßig. Und zwar geht es um die BP50 mit Umbaukit. Ist ein Sturmgewehr wiederum, ne? Ihr drückt hier drauf, geht dann hier unten auf das Revenger-Kit, rüstet das aus, dazu hohe Körnung. 10 Mündung, kennt ihr schon. Kimura Rill 33 Laserlicht und das Taktikband. Sieht dann so aus, ja. Hat auch einen sehr, sehr guten Movement Speed. Und man, guck mal, sogar den letzten Dummy kann man easy killen. Macht einfach Spaß, das Ding. Wie gesagt, ein sehr großer Fan von der BP50. Vor allem sieht jede Tarnung so schön aus auf diesem Kit, weil wirklich alles bedeckt ist. Und dazu eine vergangene Meta-Waffe, die immer noch sehr solide ist, und zwar die SOA Subverter, langer Doserlauf, Kasus Mündungsbremse, schwerer Unterstützungsgriff, Hochgeschwindigkeitsmunition, nicht hohe Körnung, ganz wichtig, 50er Schusstrommel.
Das Ganze ist, by the way, ein Kampfgewehr, ne? Nicht, dass ihr da bei dem Sturmgewehren zu lange sucht. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr damit schießen solltet. Hat natürlich ein bisschen Recoil, ja, erfordert ein bisschen Übung. Nichtsdestotrotz ist es vor allem für diese Mittel-Range-Feinds, ja, so auf mittlere Reichweite, einfach immer noch eine sehr, sehr solide Waffe, wenn ihr halt eure Shots hittet, ja. Ganz schlimmes Denglisch hier gewesen, wenn ihr eure Schüsse treffen solltet. Es kracht komplett bei mir. Genau, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Jetzt, glaube ich, werde ich noch ein bisschen Gameplay einblenden. Ja, 11 Minuten, da geht noch ein bisschen was. Könnt ihr ein bisschen Gameplay genießen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Falls ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Ansonsten viel Spaß beim Dominieren. Mit diesen Loadouts auch Rebirth of One Loader Fortune Skip. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Viel Spaß beim Gameplay und bis zum nächsten Video. Ciao. Die auch super korrekt ist. Sie meinte, sie kann mir keinen Grund geben. Ob das jetzt daran, ich denke mal, es liegt daran, dass die halt von oben den Grund nicht sagen wollen. Weil, ja. Ich habe sie gefragt, wie das aussieht, auch wegen nächsten Jahr, weil ich da ja gerne wieder mitspielen würde und so. Wäre halt schon gut zu wissen, warum halt. Und sie meinte, ja, versteht sie, aber sie kann mir leider keinen Grund nennen. Meine ich, okay, schade. Tja, nicht heute. Die Antwort kracht, ja, ne? Ja, du hast gerade echt ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was der Grund. Also ohne Spaß. Ich habe mir überlegt. Also Malta ist auch EU. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die irgendwie. Digga, das juckt doch auch gar nicht. Also ich dachte irgendwie vielleicht wegen Glücksspiel oder so. Aber das macht alles gar keinen Sinn, weil. Junge, ich will ja nur zocken. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Who knows what's going on? Das Land der Freibeuter und der Piraten. Okay. Ist, glaube ich, Activision egal. Nee, ich glaube, es gibt sonst keinen, der auf Malta wohnt und der die WSOW mitspielt. Baue ich jetzt wirklich auf Wondel bis hier hinten hin, um Fred 9006 zu killen? So habe ich mir Fred auch vorgestellt, irgendwie. In der Hocke, aber rumkröscht dann. Am Rande der Map. Moin, Money Mo. Heute Nacht auch nicht viel geschlafen, Chat, ey. Wir haben heute Morgen Finlay zum Katzensitter gebracht. Musste irgendwie um 8 Uhr aufstehen. Ich war erst um 4 oder halb 4 im Bett. Hat gekracht. Meine Freundin hat heute Geburtstag. Kann sie bitte alles Gute wünschen, aber bitte nicht die Nachricht selbst vorlesen. Hä? Das war es ja mal komplett. Aber, hä? Woher soll... Warte mal, aber wie soll ich denn jemanden grüßen, wenn ich den Namen auch nicht kenne? Und das auch nicht vorlesen soll, hä? Bombendrohne ist online. Bombendrohne ist klar. Also checkt ihr? Aber, also jetzt auch wenn das kein Traum war, wie soll ich das machen? Also ich muss ja trotzdem den Namen wissen. Ich kann nicht sagen, yo, Grüße. Grüße an die Freundin. Hä? Aber ey, ich grüße auf jeden Fall die Freundin, die heute Geburtstag hat. Ich hätte die Nachricht nicht vorlesen sollen, by the way. Geht auf meine Cap und da sind wir leider ein bisschen dead. Wie cool ist eigentlich mein Skin? Wollen wir mal über meinen coolen Skin reden? Das ist ja todeswitzig. Das ist ja wirklich todeswitzig. Wie witzig ist das, Chat? Dass ich jetzt... Dass ich jetzt Heino noch gekillt habe. Aha, Heino. Grüße an die, die Geburtstag hat. Also, wenn gerade jemand zuguckt, die mit jemandem, also... die mit jemandem zusammen ist oder jemand, eine Frau, die einen Freund hat und die heute Geburtstag hat, ich grüße dich und ich hätte das eigentlich nicht sagen sollen, dass ich dich grüße. Ich mal das mal irgendwie so. Egal. Moin Thunderhell, was geht? Wait a minute, please, wait a minute, please, please, please.
Thank you, bro. Okay, bro. Okay, you can leave. You can leave. You can leave, my friend. I help you. I help you. I help you do it. You need some money, bro. Here, take some money. No. No, yeah, take the money, bro. Take the money and take the mask. Enemy coming. Okay, you do your thing. I kill this pussy. I know. Du wirst wieder rechain. Ich kenne so Leute wie dich. Ha. GG. Oh, no, that's not you. Okay, I got him. Where are you from, buddy? Where are you from? Portugal. Hey, can I get a su? Yes, wait a minute. Su. Yeah, let's go, bro. Okay, have a good game, man. See ya, bro. Thank you, bro. Thank you. Bye bye. Was ein netter, so ein Feini. Hey, whoa, what's going on? What's going on here? Yo, stop eating your mic. Hey, stop running. Hey, stop running, man. Wait. Okay. Die Superi macht so Spaß! Bitte Aufklärungsüberflug. Moin Poli, toxisch, was geht? Annel, dass du mir zustimmst, mein Freund. Johnny Blaze. Hallo? CR7s, moin, Spielpause, mir geht's ganz gut. Wann zocke ich Among Us mit? Boah, gar nicht, ja. Among Us nicht so meins. Bitte Aufklärung. Wo ist der Typ? Der ist unter mir, ne? Ist das hier eine Potential 40er Runde? Wiederauferstehung endet bald. Jetzt kommt. Panik, das ist. Ey, ich bin heute aufgestanden und dachte mir, ey, mir tut es so leid. Und es ist auch wirklich ein Sad jetzt schon mal im Chat, dass ihr einfach jetzt 5 Tage einfach keinen KSA-Stream gucken wollt. Was sind die Abende? Was sind die Nächte ohne Kaiser Gameplay, Kaiser Baby Rage, Pink Tode? Ich meine, was? What is life? Was ist es ohne das? Guck mal, was ist bei ihm los? Also, es dreht sich ja komplett. Okay, das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich eine 40er Lobby. Wenn jetzt nicht alle sterben. Ich sag, es ist der Fallout-Skin, den ich mir gekauft habe. Es ist der Fallout-Skin. No, please. Ey, hands up, stop running, hands up. Okay. I give you everything. Where are you from?
Italy, okay, you can go. You're free. Good friend. Bye bye. I love you too. Hey, what you doing? Is that you, my friend? Is that you? Okay. Okay. My friend. Wait, that you? No, oh, no, okay, that's not you. Okay. Yo, okay. Yo, what's going on, man? Was that you with the sniper, bro? Wait, who's this? Who's this? Are you friend? Wait. Yes, I'm French. Okay. French. No. Please, no. Wait, what? That's not me. Oh, no. What the fuck is going on, man? What is going on here? Ich scheiß auf die 40 Kills, das ist eh viel witziger so. Okay, wait. No, that was not you, my friend. I have the Fallout skin. I have blue Fallout skin. Okay. Wait, where are you, Diaz? Where are you, my friend? No, I don't know. All of you. No, that's you. Shit. Who's in the staircase? Hello? Anyone here in the team? Hello? Anyone with mic? You have a mic? Bulky? Desk? You have mic? No? Okay. I'm sorry. Feuermission an. Ziel markiert. What the hell? Oh shit, it's you! Oh shit! No, it's not me, Ben. It's not me, my friend. You're good. We're good. Wait, who are you, my friend? Wait. Hello. Is that you, my friend? Sorry. No. Oh, no, shit, bro. What the fuck? No. What the hell? Einfach alle waren Freunde auf einmal in der Lobby. Einfach alle. Und ich habe mich für so eine Sekunde schlecht gefühlt. Perfekt. Besser wird's nicht mehr als die Runde. Okay, Ladies and Gentlemen, wir haben eine 100-Euro-Donation. 100 Euro. Ich wiederhole, 100-Euro-Donation.